Schönen Abend. Ich begrüße Sie zu einer kurzen Ausgabe der ZIP an diesem Sonntagabend, an dem als letzter Parteichef heute Bundeskanzler Kern zu einem Sondierungsgespräch bei ÖVP-Chef Kurz eingeladen war. Eine knappe Stunde lang hat das Gespräch der beiden noch Koalitionspartner gedauert. Kern meint danach, die SPÖ bereite sich auf die Opposition vor. ÖVP-Chef Kurz betont, man habe die Streitereien aus dem Wahlkampf nun erledigt. Der ÖVP-Chef drückt aufs Tempo. Er will ehebaldigst richtige Regierungsverhandlungen starten und das sei mit der SPÖ derzeit eben schwer. Das große Thema ist, dass es in der SPÖ für mich zumindest in vielen Fragen noch relativ unklar ist, wo die Reise hingehen soll. Ist das der Wunsch nach Opposition? Ist das der Wunsch zu regieren? Ist das der Wunsch nach Rot-Blau? Diese Unklarheit, die besteht für mich nach wie vor. Immerhin, die gegenseitigen Vorwürfe aus dem Wahlkampf sollen ab sofort eingestellt sein. Wir haben besprochen, was vorgefallen ist. Wir haben das ausgeräumt. Wir haben das somit abgeschlossen. Da ist ja einiges schiefgelaufen, wie man unzweifelhaft konstatieren kann. Ich denke, dass wir diesen Teil sozusagen der Vergangenheitsbewältigung damit positiv abgeschlossen haben. Der SPÖ-Chef hält eine schnelle schwarz-blaue Einigung für sehr wahrscheinlich. Wir sind keine Gesprächsverweigerer. Für uns ist aber auch klar, dass wir uns ab morgen auf die Oppositionsrolle vorbereiten werden. Danke. Morgen Vormittag will der SPÖ-Vorstand die Parteilinie für die nächsten Wochen festlegen.